Ja, in der Tat ist es so, dass die Wasserstände und Abflüsse der Bundeswasserstraßen aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen und geringen Niederschläge auf sehr niedrigem Niveau verharren. Das gilt insbesondere für den Rhein, dessen nautisches Nadelöhr, in dem Fall der Pegel Kaub, eben sehr niedrig ist, weiterhin aber für Schiffe mit geringem Niedriggang passierbar ist. Trotz einiger angekündigter Niederschläge in dieser Woche erwarten wir allerdings tatsächlich eine Intensivierung des Niedrigwassers. Salzlieferungen aus Heilbronn kommen über den Neckar hier den Rhein runter an. Die Schiffe fassen 2200 Tonnen. Im Moment kommen die noch mit 600 Tonnen an. Und das zeigt, je weniger Wasser, desto weniger Ladung auf den Schiffen. Alle neuen Fahrzeuge, alle neuen Schiffe, die bestellt und konstruiert werden, werden unter dem Gesichtspunkt niedrigwassertauglich konstruiert. Also das ist eine Maßnahme, um halt der Situation gerecht zu werden.